Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia, The Two Thrones. Die letzte Aufnahme ist 3 Monate her und deswegen habe ich keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir jetzt zu einem Rätsel kamen in der Manufaktur, die aber eine Falle für uns ist. Und was genau das bedeutet, werden wir gleich sehen. Cool. Tja. Jetzt erkennst du, was rauskommt, wenn du anderen zu helfen versuchst. Du stirbst. Er hat uns hier eingesperrt. Wir werden verbrennen. Hilfe! So helft uns doch! Hierher! Ihr müsst uns hier rausholen! Oh, Vater, weise mir den Weg und gib mir Stärke. Wo bist du nur geblieben? Das ist die Frage. Vater, fort. Moment. Was ist es? Wo ist das Räderwerk, das diese Bänder steuert? Sag schon, es bleibt nicht viel Zeit. Über uns. Die Treppe ist jedoch verbrannt, unmöglich dorthin zu gelangen. Nicht für den Prinz. So, unsere Aufgabe ist es jetzt, wie ihr vielleicht eben schon in dieser Animation gesehen habt, diese Statue direkt durch dieses Tor zu hämmern. Natürlich ehren wir unseren Vater damit, weil er zum zu hören bestimmt ist, als nur dazustehen und über uns als Mahnmal zu wachen. Nein, wir müssen ihn hier direkt durch das Tor hämmern, aber da gibt es ein paar Hindernisse zu bewältigen. Was ich damit meine, werdet ihr später sehen. Natürlich geht dieses Rätsel nicht auf Zeit und wir werden natürlich nicht verbrennen. Das wäre ein bisschen scheiße vom Spiel, weil ich gerade gar nicht weiß, wo es lang geht. Vielleicht nehme ich einfach mal da hochklettere. So. Und da hoch und dann da hoch. Und jetzt müsste man wissen, wo man hinschwingt. Reicht es? Ich wollte eben sagen, es reicht niemals. Also, Prinz. Wenn wir uns von der Wand abhämmern würden, würde es wenig bringen. Wenn wir uns hochbewegen würden, würde es genauso wenig bringen. Also lässt du los und alle sind glücklich. Nicht. Auf jeden Fall sind da oben irgendwelche Sachen, an denen ich mich entlanghangeln kann. Ach, guck mal da. Ach, vergiss es doch einfach. Scheiß auf den Bandsprung. Jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden, Freunde. So. Erstmal zurechtfinden. Ich glaube, da oben waren wir schon richtig. Nur ich habe halt eben nicht gepeilt, wie es weitergeht. Moment, Prinz. Nicht so voreilig. Es macht auch keinen Sinn, wenn wir von der Wand dann irgendwie abspringen. Ja. Das war wieder super von mir, ne? Ja, so. Jetzt haben wir das Rätsel zumindest mal gelöst. Und wissen, wie wir da lang kommen. Jetzt bleibt dann nur noch übrig, dieses Räderwerk zu drehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das tut es tatsächlich. Wow. Warum wird es wieder Zeit, Prince of Persia aufzunehmen? Die Sache ist die, ich habe mich jetzt entschlossen, dieses Projekt eiskalt hochzuladen. Und brauche deswegen dieses Projekt fertig. Zumindest wäre es nicht schlecht, wenn es ein bisschen weitergeht, bevor hier irgendwas gemacht wird. Okay. Wo hätte ich denn da abspringen müssen? Hätte ich da irgendwo abspringen müssen? Ich ahne einfach mal.
Da habe ich richtig geahnt. Ey, aber das war doch nie im Leben so verzwickt. Das war nie im Leben so verzwickt. Da ging doch ein ganz einfacher Weg hoch. Herzlichen Glückwunsch, du hast das gerade alles für nichts getan, weil es einfach dir nichts gebracht hat, oder was? Ja, anscheinend, ne? Wie ging das denn nochmal? Prinz, wie hoch war das? 1,10 Meter vielleicht? Oh Mann. Ey, diese Sprungmechanik, ne? Die ist immer noch genauso kacke wie vor 3 Monaten. Die Frage ist, warum kann ich hier überhaupt lang, wenn es mir nichts bringt, im Endeffekt? Es muss mir ja irgendwas bringen. Aber das tut's ja nicht. Das ist ja das Schlimme. So, wieder ganz von vorne anfangen hier. Wie komme ich da hoch? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Und darauf habt ihr bestimmt schon die Antwort und schlagt euch gerade den Kopf sonst irgendwo an. Wegen meiner Dummheit, aber an sich bringt's mich doch hier nicht weiter, weil hier ist ein Balken und wo soll ich denn da lang? Wenn er runterspringt, stirbt er und da kann ich auch nicht die Wand entlang rennen oder ähnliches. Und selbst wenn, würde es mir hier nichts bringen, weil er würde da nicht entlang kommen. Wollt ihr mich jetzt alle verarschen oder was? Ne, hier geht's genauso wenig weiter. Zertritt hier mal alles. Vielleicht ist hier ja irgendwo Sand drin. Nein, natürlich nicht. Man könnte ihn ja nur gebrauchen, weil man hier verdammt oft stirbt. Stirbt. Ohne Scheiß. So richtig entlang geht's hier nirgends. Weil da vorne, das bringt mich eigentlich nur ins Leere, ne? Wenn man so will. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Weil das hier scheint ja der einzig richtige Weg zu sein. Weil da der einzige Weg ist, den man erreichen kann. Die Frage ist, vielleicht bin ich auch irgendwo falsch abgebogen. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber weil das Spiel vielleicht sehr linear verläuft, aber hey. Kann ja durchaus sein. Dass er sich da festhält, wirft natürlich ein ganz anderes Licht, auf die Situation, denn ich habe mich vorher eins unten drunter festgehalten. Jetzt ergibt das alles viel, viel mehr Sinn. So, jetzt ist die Frage, was bewegst du nochmal und wie war meine Steuerung zum Bewegen? Moment, nein, ich muss erst das hier aktivieren. Nee, muss ich nicht. Richtig, das ist nämlich die Hindernisse, die ich meine, nämlich das morsche Holz versperrt diesem eleganten Stein den Weg. Was ich sehr toll finde, denn eigentlich müsste... Ah ja, du bewegst die Richtung, wie er sich drehen soll. Okay, ich verstehe. Und auf der anderen Seite ist das Teil, das ihn bewegt. Also die Statue. Jetzt dürftest du dich allerdings drehen dürfen. Tun. Ja, tust du auch. Sehr schön. Jetzt müssen wir einfach nur diese Statue da rüberbringen, aber das Holz, das ja uns da im Weg steht, steht uns natürlich im Weg. Ist ja wohl klar. Das Spiel läuft nur auf 13 Frames, ist aber trotzdem relativ flüssig. Na gut. Warum nicht? Nee, halt. Jetzt sperrt mir da doch dieses Teil hier da den Weg weg. Ach, weißt du, wenn da am Anfang hier doch direkt... Alter, ich hasse dieses Rätsel. Es ist einfach nur scheiße. Und unnötig. Warte, Moment. Wir können den doch nochmal drehen.
können wir nicht. Lauf, dreh den nochmal um. Alter, es nervt. Oh. Bei dem Rätsel ist nicht viel mit rumprobieren. Machst du, baust du einmal Scheiße, brauchst den anderen Hebel gar nicht mehr zu betätigen. So. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Nee, jetzt war das Ding auf einer anderen Ebene. Ja, leck mich doch am Arsch, weißt du? Na, die ersten Dinger würden wir den bewegen können. Der wäre sowieso nicht weit gekommen, weil wenn das Ding schräg gestanden hätte. Wir müssen den so drehen, dass das Ding nach hinten wahrscheinlich zeigt. Also diese Plattform, die er da hat. Was auch immer das ist, was er da als zweiter Arm hat. Nee. Jetzt wechsle ich die Mechanik. So. Das hier ändert die Richtung und das da vorne betätigt die Richtung und ich wollte eigentlich die Richtung betätigen. Was hat er da bitte als Hand? So, und jetzt müssen wir ihn drehen. Denn als nächstes würde uns dieses Zepter, das er da in der Hand hält, an diesem, würde da irgendwie am Dach abprallen oder da an diesem, ne, Gerüst da. Eine Steinstatue, die nicht durch das schon halb tote Holz kann. Super. Schwing dein Ding, Freund. Warum wieder in die Richtung? Na, ist ja auch egal. Do the trick again. An sich das Rätsel eigentlich nicht schwer. Sondern einfach nur langwierig und behindert und man braucht es eigentlich nicht. Und vor allem, was danach kommt, wird genauso scheiße. Danach kommt nämlich unser zweites Wagenrennen und das wird super. Unser zweites Wagenrennen wird Bombe, das sage ich euch jetzt schon. Können wir dich noch eins vorbringen und dann drehen? Das wäre super. Wir müssen dich sogar noch eins vorbringen und dann drehen. Also, los! Nee, drehen können wir dich nicht mehr. Drehen dürfte nicht mehr drin sein. Los, Prinz, dreh das Ding. Er müsste sich da vorne dann drehen. Da, wo er jetzt ist. Weil wir haben ja gelernt, dass alles müsste auf anderen Ebenen stehen. So, wir drehen das Ding hier aber gleich mal wieder in Position. Nicht, dass wir dann gleich wieder unnötig Arbeit haben. Arbeit, Arbeit. Prinz. Danke. Warum läuft das Spiel so scheiße unflüssig jetzt? Das ist auch egal, warum das so scheiße unflüssig läuft. Runter da. Guck mal, dass wir was gedreht bekommen. Klappt es? Nee. Fuck. Und die andere Richtung, wenn das eine andere Ebene ist? Woran ich zwar jetzt nicht mehr glaube, aber das würde das Rätsel viel zu einfach machen. Scheiße! Kameraperspektive, ne? Ich schieb's jetzt wieder auf die Kameraperspektive. Ich schieb mein nicht vorhandenes Können auf die Kameraperspektive, das weiß ich. Aber, beweg dich doch einfach noch zweimal nach vorne. Ich bezweifle zwar, dass wir dich dann drehen können, dass ich dich von Anfang an total scheiße gedreht habe.
Nee, wirklich jetzt? Ich kann den nirgends drehen, ne? Das dürfte gar keinen Sinn ergeben. Probieren wir es doch einfach mal. Das ist die falsche Richtung. Er dürfte auch auf der anderen Seite so hängen bleiben. Ich glaube, ich bin schon total falsch. Prinz, dreh das Ding und prall nicht davon ab. Er dreht sich automatisch um. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich hasse ihn. Dürfte auch nicht funktionieren. Funktioniert. Wunderbar. So, jetzt dürfen wir ihn einmal vorbewegen können. Weil das Zepter nirgendwo anstoßen dürfte. Und das andere ratzt wahrscheinlich gerade so die Mauer auf. Aber das dürfte auch nicht interessieren. So, bewegst du dich jetzt nach vorne, nach hinten, nach vorne. Ist gut. Alter, Spiel. Was soll die Kacke? Spiel, ohne Scheiß. Na? So, jetzt probiere ich mal was. Prinz, mach jetzt bitte keine Scheiße. Sondern kletter da die Leiter hoch, so wie das die 10 Frames erlauben. Die Spiele von damals haben eben keine 60 Frames gebraucht, um flüssig zu laufen. Auch wenn das hier gerade so ein bisschen stockt. Probieren wir es doch einfach nochmal. Bombe. Bombe, 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 Bombe. So, jetzt dürften wir den eigentlich nach vorne bewegen können, ohne weitere Probleme, oder? Hoffe ich doch. Nein. Erst die Richtung ändern. Das ist super spannend für euch, ich weiß. Das Rätsel ist auch super spannend für mich, weil ich es über alles hasse. Und schon so ewig nicht mehr gemacht habe. Ja, der bleibt da vorne hängen, ne? Das Zepter, das bleibt da vorne hängen. Das, ohne Scheiß. Spiel, was willst du von mir? Prinz. Zieh dich hoch. Prinz, Alter, was machst du für eine Kacke? Du sollst da hoch und nicht da runter. Ich hasse ihn. Ohne Scheiß. Der erste Teil war teilweise noch der beste. Also ich fand den ersten Teil klasse. Ich finde den ersten Teil immer noch der beste. Die anderen Teile, die waren dann alle so... Die wurden dann so hinterhergeschmissen, weißt du? Nicht, dass sie jetzt schlecht sind, aber ich fand Warrior Within einfach... bisher den schlechtesten. So, jetzt haben wir doch das Rätselslösung eigentlich schon, wa? Na, Vater, wie geht's? Dürfte doch eigentlich jetzt nicht so das Problem darstellen. Alter. Ich weiß, warum ich damals aufgehört habe. Und immer weitermachen wollte. Na, es passt. Das heißt, jetzt müssen wir noch einmal da hinten lang rennen, müssen die Statue noch einmal drehen und müssen dann noch mal zurück, um dann das Ding da nach vorne zu buxieren und dann haben wir das eigentlich schon gelöst. Wahnsinn, ne? Wie schnell das doch ging. Und vor allem, wie unnötig kompliziert das Ganze doch ist. Das ist die falsche Richtung. Super, Alter. Jetzt noch mal hier...
zweimal drehen. Also einmal hier und dann zweimal das, die Statue drehen. Also, Bombe. Ich habe eben gedacht, ich werfe hier meine Zweitwaffe weg, weil ich gerade eben die falsche Taste gedrückt habe.